Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blue Sun, dem DLC von Hellpoint. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier wieder im Chor. Oder immer noch im Chor, hier an diesem Riss. Ich bin jetzt schon mal ein paar Mal durch die Gegend gelaufen, habe irgendwie versucht, nochmal neue Sachen zu entdecken. Ja, keine Ahnung. Hallo? Wieso springt der da durch die Leiter durch? Hä? Geht ja schon gut los. So, dann lass uns da nochmal springen hier. Jetzt so. Komisch. Was weiß ich. So. Ich habe mal so ein bisschen mal notiert, wo ich ungefähr langlaufen muss. Wir laufen vom Riss da lang. Ich glaube, ich muss wieder hier ein Licht anmachen, sonst sehe ich hier nichts. Ich renne da ja die Folgen dann echt immer ein bisschen heller. So, jetzt hüpfen wir mal hier runter. Da ist ein Geschütz. Ich bin doch schon mal hier runtergesprungen. Habe ich das nicht gesehen? Und hier gehen wir jetzt mal ganz nach unten. Da war ich nämlich, glaube ich, noch nicht unten. Genau, dreh du dich da mal irgendwie auf die andere Seite. Ups. Genau, und dann... Ups, wo geht's denn hier lang? Ich weiß nicht, ob wir hier ganz unten waren schon. Also irgendwie bin ich hier schon mal runtergesprungen oder sowas Ähnlichem. Hier. In einer ähnlichen Kammer. Und hier gibt's jetzt einen Lift. So, bitte nicht wieder vorbeispringen. Also hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, so. Ich springe einfach mal. Ups. Ich glaube, ich muss da unten zu dem anderen Lift. Oh Gott, da muss ich hier rüber springen. Wow. Es empfiehlt sich ja hier immer an die Wand zu springen. Wenn einer in der Nähe ist. So. Jetzt gehen wir hier runter. Also hier war ich, glaube ich, noch nicht. Gut. So, und hier ist jetzt eine Konsole. Die ist aber kaputt. Ist kaputt. Komme ich jetzt von hier aus weiter runter oder war es das jetzt? Nee, da komme ich nicht runter, da. Körbe ich. So, okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal hier weiter.
Nee, da komme ich nicht runter. Okay, gut. Dann gehen wir hier weiter. Oh. Unsere Special Friends. Ah, ich muss den im Nahkampf machen. Ich muss meine Gesundheitstränklein hier ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Das ist irgendwie immer, wenn man hier teleportiert, habe ich das Gefühl, dann sind die Tränke weg. Oh, da ist noch Loot. Oh! 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 Geh weg! Gut und dunkel. Ah, Mann. Nein! Gottes Willen. Ein paar Aktionen. Nochmal ein paar Aktionen. Aber in so einem Alarmraum war ich ja schon mal. Ich glaube, wir müssen da runter. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's auch irgendwie runter. Hm. So, was zeigen denn hier die Kritzeleien? Achtung. Okay. Hallo? Ich höre hier einen schwertschwingenden und gesehen habe ich auch. Oh, und da ist auch noch mein Geist. Wo bin ich denn das letzte Mal gestorben, um Gottes Willen? Okay. Ja, hilft da nichts. Ach, und ein Aggregationssturm ist jetzt auch wieder. Ja, supi. Na, was hüpft der da hoch? Ein verbessertes Reaktionsmodul haben wir hier bekommen. Also ich glaube, wir haben hier ein neues Gebiet entdeckt. Hier war ich noch nicht. So. Oh, noch einer. Geht's hier raus? Nee, hier geht's nicht raus. Da gibt's einen Lift. Hier gibt's auch einen Lift. Hm. Gehen wir mal runter. Hm. Das ist jetzt nicht sehr ergiebig hier unten in dieser Pfütze. Eigentlich gibt es nichts. Gut. Also hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir den anderen Lift anschauen, wo der uns hinbringt. Oh, da muss ich wieder springen. Aha.
Bist du ein falscher oder ein richtiger Riss? Ah ne, ein richtiger. Oh, wir haben einen neuen Riss entdeckt. Zweite Relaiskammer. Ah, cool. So, und hier kommt man raus. Port Isodun. Aha. Soll ich da mal gucken, wo man da hinkommt? Ich gehe mal da raus und schau mal, wo man da hinkommt. Wir gehen da gleich wieder rein, aber das will ich ja immer wissen, wo hier die Eingänge sind. Also das ist dann schon der dritte Eingang, den wir gefunden haben. Also der erste... Wo war denn der? Muss ich direkt dann nochmal gucken. Also... Port Isodun, da ist man da doch auch in das erste Gebiet gekommen. Lieber Himmel, wo bin ich denn hier? Hä? Zugangscode? Was denn für ein Zugangscode? Muss ich da einen Zugangscode eingeben, damit ich da... Hä? Damit ich da irgendwas verändere da? Boah, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Was für ein Zugangscode. Okay, gut. Habe ich keinen. Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen. Also jetzt bin ich verwirrt. Spiel macht mich fertig. So, zum Chor. Sperrt mit dem Schlüssel. Hä? Das heißt, ich komme hier nur mit dem Schlüssel rein, aber wie bitte komme ich denn hier hin? Ich komme doch... Noch hier irgendwie gar nicht hin. Anders. Von da oben? Nee. Also. Ich bin jetzt irgendwo, wo ich einen Schlüssel brauche, um rauszukommen, aber man kommt hier auf gar keinem anderen Weg rein. Okay, gut. Ist egal. Mich wundert ja im Spiel schon gar nichts mehr. Gut. Also hier brauchen wir jedenfalls einen Code. Wo ich keine Ahnung habe, wo wir den herkriegen. Aber egal, wir laufen jetzt mal weiter. So, also, wo sind wir hergekommen? Ich glaube, hier sind wir hergekommen, oder? Nee, wir sind doch mit einem Lift hier hochgefahren. Oder? Runtergefahren. Gut, also. Okay. Wie viel Riss-Synchronisatoren habe ich denn? Mal gucken. 9. Ach, was soll der Geiz? Falls wir doch mal irgendwie einen Code finden, den hier eingeben müssen, dann können wir hier wieder zurückreisen. So, okay, gut. Dann geht's hier runter. Aber
hier war ich doch schon mal bei den Typen, oder? Ich dachte, hier wäre ich schon mal gewesen, oder? Hier bei diesen Dingen. Hüpp. Komm mal hier. Wie viele seid ihr denn hier? Nur zwei? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn? Ah, das war jetzt irgendwie, habe ich mich jetzt hier. Okay, also. Oh Gott, noch einer. Hier ich aber doch schon mal gewesen. Oder, mein Gott, das sieht hier alles gleich aus. Genau, bei diesem komischen Ding hier. Genau, so. Hier war ich auch schon mal. Okay. Huch, ich dachte, der lebt noch. Dann gehen wir jetzt hier runter. Und ich meine hier wieder rauf. Weiter. Genau, dann hier waren wir auch schon und da gehen wir jetzt. Aber da komme ich ja auch bloß wieder hier runter. Wie komme ich zu diesem blöden Code? So, da ist wieder so ein einer von denen hier. Ah. Die sind echt heftig. Okay, aber... So, und jetzt waren wir hier in dem Raum. Das ist ein falscher Riss. Den brauchen wir uns nicht angucken. Auch noch so wackelt hier. Sehe ich hier überhaupt nichts. So. Hier rüber. Ach, okay. Dann so, mit dem Speer. So. Wart ihr nur zu zweit? Glas. Okay. Ups. Hm.
So. So, dann bin ich hier in dem roten Raum. Genau, das hatte ich mir aufgeschrieben. Und dann... Das ist ja... Das war jetzt der... Mit diesem falschen Knopf? Ich weiß immer noch nicht, wie ich da oben hinkomme. Oder mit dem... Knopf, wo ich nicht weiß, was der auslöst. Komme ich da oben hin? Egal. So. Aber ich sehe mich dann schon wieder da rauskommen. Halt mal still hier. Ich glaube, jetzt sind wir wieder in dem Raum mit dem Riss. Ja, toll. Na super. Gehe ich doch nochmal hier rein. Ich glaube aber nicht, dass sich hier irgendwas verändert hat. Nee, das Ding ist immer noch oben. Vielleicht müssen wir da wirklich irgendwie einen Code eingeben. Ich verbinde mich jetzt kurz mal mit dem Riss. Hier sterbe und wenn ich da runterhüpfe und sterbe, dass ich dann wieder hier auftauche. Okay. Nein, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Mist. So, ich bin jetzt hier einige Male rumgelaufen und habe versucht rauszufinden, wie ich denn da runterkomme. Und das ist relativ easy peasy, nämlich einfach hier lang. Also man muss da gar nicht springen. Das geht ja sowieso nicht, haben wir festgestellt. So. Sondern ich kann hier einfach hinten runter. Hier so. Und da waren wir zwar schon mal, aber bin ich hier lebend runtergekommen? Ja, offensichtlich. Aber ich habe dann mit meinem Quantenlicht einen versteckten Pfad entdeckt, wo wir dann noch woanders lang kommen. Und zwar, hoffentlich finde ich das jetzt wieder, springe nicht in den Tod. So, gehen wir hier raus und ich meine darüber, genau. Na, wenn ich das Quantenlicht anmache, sieht man hier eine Plattform. Okay, gut, also. Ich schaue mal, dass ich hier heil rüberkomme irgendwie. Okay, ja. Oh mein Gott. So, und was steht jetzt hier Schönes? Okay. So, und jetzt müssen wir darüber. Ha! So. Und wir sind in neuen Gefilden.
Eine Kerntechnikerhose. Da unten ist wieder ein Riss oder ein Pseudoriss. Hier geht's nirgends mehr hin. Oh, ein Pseudoriss, okay. Gut. Kann ich das mal wieder ausmachen, so lange? Und mal schauen. Also hier geht's runter. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit vom Boss weg. Ach ja, und mit dem Code, das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Das ist der ganz normale Code, den man auch im Hauptspiel eingeben muss. 72501 steht auch auf meiner Übersichtskarte irgendwo. So. Und damit schaltet man, glaube ich, die Stromversorgung irgendwo wieder ein. Jetzt würde ich gerne irgendwas Tolles hier reintun. Verteidigungssystem, das habe ich noch nicht ausprobiert. Würde ich ganz gerne mal. So. So. Wir müssen jetzt nach unten, vermute ich mal. Ach ja, und ich habe mir auch mal ein anderes Gewand, was ich hier irgendwo mal gefunden habe, angezogen. So. Ich glaube, das ist jetzt hier der Boss. Let's check this. Ohne Schild soll der ziemlich nervig sein. Wir werden das mal testen. Oh mein Gott. Oh. Oh Gott. Ja, lass mich mal. Was ist denn das? Hallo? Bin schon gestorben. Toll. Vielleicht ist mein Hedron, mein Lichthedron doch jetzt nicht so die tolle Waffe der Wahl. So, jetzt habe ich doch ein paar Versuche gebraucht, um mir hier eine Strategie für diesen Boss zurechtzulegen. Ich habe nämlich viel zu wenig Ausdauer, wie ich festgestellt habe. Also wenn der mich hier einmal gekrallt hat, dann komme ich da kaum mehr weg. Und physischen Schaden nimmt der fast gar nicht, habe ich festgestellt. Also muss ich hier mit meinen Lichtkugeln den etwas auf die Pelle rücken hier. Und der hat vier verschiedene Zustände und ich habe festgestellt, dass ich nur in diesem Zustand hier, wie man gerade sieht, einigermaßen bekämpfen kann. Dieser Haufen hier, der da so Projektile verschießt, der ist am Anfang noch relativ easy, aber wenn er dann das zweite oder dritte Mal hier gespawnt hat, sage ich jetzt mal, dann feuert der hier Salven ab, da kommt man kaum mehr raus. Also deswegen habe ich mich hier auf diese Erscheinungsform hier beschränkt und alle anderen Formen, da werde ich mich hier hinter einer Säule verstecken und die Angriffe abwarten, weil da der Schaden einfach zu groß ist. Also da habe ich keine Möglichkeit, die abzuwehren. Und dann gleichzeitig vielleicht noch anzugreifen. Also eigentlich Angriffe nur in seiner, ja, menschlichen Form, sag ich jetzt mal. Hier schwimmt er da so wie in eine Kaulquappe in der Gegend rum.
ist auch ganz schwer zu treffen und diese Lichtprojektile, die machen auch einigermaßen Schaden. Aber wenn ich hier hinter einer Säule stehe, dann trifft er mich hier eigentlich nicht. Hier muss ich halt damit rechnen, dass er mir hier eine drüber brezelt, aber so viel Schaden macht er dann auch wieder nicht, dass ich mich nicht zwischendurch heilen könnte. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man dem besser beikommen würde, aber das hat sich jetzt hier ganz gut bewährt. Ich habe ein paar Mal versucht, hier die anderen Erscheinungsformen anzugreifen. Das war irgendwie nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen bleibe ich dann hier schön mal in Deckung oder schieße mal den einen oder anderen Lichtball hier raus. Aber gerade diese Haufenform hat es in sich. Also die schießt hier so Totenkopfprojektile und wenn man da einmal drin ist und die gehen sogar hier durch diese Säule. Ich habe mir hier so ein kleines Schild nochmal eingepackt. Ich habe nämlich überhaupt keine Schilde, habe ich festgestellt. Oder keine gescheiten, die ich tragen könnte. Hätte ich mir extra welche basteln müssen, das habe ich mir jetzt hier gespart. Deswegen habe ich jetzt irgendeins, was ich schon hatte, auf Stufe 3 upgegradet. Mehr hatte ich dann nicht. Und hier verstecke ich mich wirklich nur hinter der Säule und warte die Angriffe ab, bis sich das Ding wieder in irgendeine andere Form verwandelt. Also hier sieht man schon, dass Rätsel rein ist. So unglaublich. Und wenn ich hier ohne Schild drin stehe, habe ich überhaupt keine Chance. So, jetzt ist wieder hier die Kaulquappenform. Und dann gibt es noch die vierte Form. Das ist so eine Art Spinne, die irgendwie hoch oben an der Wand sitzt. Und auch mit irgendwelchen Laserstrahlen hier runterschießt. Also ich nehme zwar hier keinen Schaden, aber ich merke trotzdem hier, dass meine Ausdauer runtergeht. Also ich werde schon getroffen. Gott sei Dank hält das Schild diesen Projektilen stand. Aber ich merke schon, dass die hier irgendwie durchschlagen. Naja. Hier ist dann wieder mal Geduld gefragt. Da muss ich halt eine ganze Weile hier in Deckung bleiben, ohne dass ich eigentlich was tun kann. Genau, und das hier ist die Spinnenform. Der sitzt dann da oben irgendwo. Ich gucke lieber mal nicht raus hinter meiner Säule. Und dann muss ich mir halt jetzt immer überlegen, ob ich ihn angreife hier mit meinen Lichtkugeln oder ob ich hinrenne und meine Energie wieder auflade und meine Gesundheitselixiere hier. Den kann ich auch so ein bisschen stunnen zwischendurch. Das reicht aber gerade, dass ich wieder hier Luft schnappen kann und meine Energieleiste, sage ich, meine Ausdauerleiste wieder nach oben geht. Aber eigentlich ist zu dem Kampf jetzt nicht mehr viel zu sagen. Hier habe ich mal probiert, irgendwie einen Speer zu werfen, aber der Schaden ist einfach zu gering. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also physischen Schaden nehmen die kaum, also diese vier Formen. Wobei ich die Kaulquappe und die Spinne eigentlich überhaupt nicht gescheit erreichen kann. Vielleicht habe ich hier auch nur Pech gehabt, dass der sich so oft in diesen Haufen verwandelt. So, jetzt, hier sieht man schon, da war ich ein bisschen zu langsam oder zu unvorsichtig, sage ich mal lieber. Mal wieder ein bisschen heilen zwischendrin. Spinnenform. Und was der für eine Reichweite hier hat, das ist unglaublich. Also kann ich noch so weit wegstehen auf der anderen Seite hier von dieser Arena und erwischt er mich trotzdem. Und ich muss halt trotzdem immer noch mal wieder nah hin, um meine Energie hier wieder
bisschen aufzufüllen. Und er schlägt natürlich hier auch durch die Säulen durch, ganz klar. War ja noch nicht anders zu erwarten. Aber hier sieht man zumindest, dass seine Gesundheit ein bisschen abnimmt. Also wenn ich hier mit meinem Speer auf ihn einhacke, das hat ja kaum irgendwelche Auswirkungen. Jetzt muss ich wieder ran. Nehme ich mal lieber hier mein Schild noch mit. Okay, und dann heißt es halt wieder warten. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Es gibt ja bessere Schilder, die mehr abhalten. Vielleicht könnte man dann hier auch nochmal reinsprinten und diesen ganzen Angriffen irgendwie ausweichen oder die blocken. Also wenn sich jemand hier als Nahkämpfer ausgestattet hat, glaube ich, ist der dann etwas besser dran. Boah, diese Salven sind halt einfach 0,nix tödlich. Da kann man auch nicht mehr wegspringen. Diese Schädel, die verfolgen einen auch noch. Also wenn man da mal drin ist. Also wenn ich da drin bin, vielleicht können andere die ja abhalten, sind besser geschützt, haben eine bessere Rüstung oder was auch immer. Aber ich muss halt da in Deckung bleiben und warten. Ich habe immer das Gefühl, der hört überhaupt nicht mehr auf. Also so, jetzt kann ich mich wieder rauswagen. Oder auch nicht. Ich heile mich mal ein bisschen hier mit meiner restlichen Energie. Okay, jetzt muss ich sowieso wieder ran. Gott sei Dank baut sich meine Energie einigermaßen schnell wieder auf. Aber ich muss halt hier, bevor ich in den Kampf reingehe, habe ich festgestellt, schon richtig viel Gesundheitsinjektionen mir noch vorher erarbeiten. Also ganz ohne ist halt schon blöd. Manchmal bleibt er auch hier zwischen den Säulen stecken. Das ist natürlich ganz praktisch. Mal richtig gut ausnutzen hier. Aber wie gesagt, mit seinen langen Armen kommt er auch hier ziemlich nah, obwohl er da dazwischen steckt. So, jetzt haben wir ihn fast. Ist halt ein Kampf, der Geduld erfordert, sage ich jetzt mal. Also ich mit meiner Ausstattung, also so wie ich geskillt bin oder was ich hier an Waffen und Ausrüstung habe, kann halt nicht aggressiv da reingehen. Da bin ich sofort tot. Deswegen lieber ein bisschen vorsichtig. Immer schön in Deckung bleiben. Und auf eine günstige Gelegenheit warten. Dann funktioniert das auch. So, jetzt habe ich natürlich wieder zu wenig Energie, um den Rest zu geben. Und ich kann ihn auch gar nicht... Irgendwie hängt der da so und ich kann ihn gar nicht so richtig analysieren. Also irgendwie ganz komisch hier am Schluss. Ah, und dann bleibt er auch noch mit zwei Leben, springt er mir hier dann auch noch aus dem Schussfeld. So, wir haben ihn aber erledigt. Gut, dann verbinde ich mich mal hier mit dem Riss. Ground Zero haben wir hier. Aha. Der hat gar nicht so viel Aktionen gegeben hier, dafür, dass das so ein Riesenboss war. Und das ist jetzt der letzte Boss hier im Spiel. Komische Nachricht wieder. Was heißt im Spiel, in dem DLC hier? Also soweit ich weiß, vielleicht wisst ihr ja da noch mehr und ich habe irgendwas vergessen. Wenn ja, dann lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. So, und jetzt gehe ich aber mal wieder zurück ins Observatorium und quatsch nochmal mit dem Typen da. Vielleicht hat er ja auch noch irgendwie was zu erzählen hier zu diesem Boss.
Genau, gehe ich hier mal zurück. Vielleicht kriege ich ja auch noch eine Belohnung. Habe ich von dem schon mal was gekriegt? Kann ich jetzt gar nicht erinnern. Ich glaube aber ja. Ich war jetzt schon nah dran, noch mal eine Farmrunde einzulegen hier vor dem Boss und Ausdauer ein bisschen zu erhöhen. So, jetzt reden wir mal mit dir hier. Metaseele der Angst zeigen. Ich zeige das. Aha. Die Angst kommt immer wieder. Na, ich hoffe mal nicht. Oh, ich krieg doch was. Großer Schrecken. Aha. Okay. Aha, ich habe der Gerechtigkeit zum Sieg geholfen. So, okay, kriege ich noch eine Geste. Ansonsten nichts. Okay. Gut. Was haben wir da jetzt für eine Waffe bekommen? Muss ich mir jetzt mal anschauen. Na, wo ist sie? Großer Schrecken. Hä? Was ist das jetzt? Hä? Das hat jetzt eben doch irgendwie anders ausgeschaut. Hat auch wie ein Schwert ausgeschaut. Und ich habe das jetzt hier unten drin. Y halten. Hä? Moment, sieht seltsam aus. Ist es mit irgendeiner Aura umgeben? Hm, und der Slot ist leer? Das ist irgendwie komisch. Nee, da sieht es noch wie ein Schwert aus. Hä? Aber wenn ich Y drücke, dann wechsle ich jetzt meine Waffen und die haben auch... Ah, jetzt ist das Schwert da. Hä? Also die Mechanik verstehe ich jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Ganz seltsam. Und die Waffen kann ich auch wechseln. Und mein Speer habe ich auch wieder. Komisch, haben die Waffen vielleicht verschiedene Erscheinungsformen hier? Scheint mir fast so. Naja, gut, wie dem auch sei. Ich denke, dieser DLC ist jetzt hier am Ende angekommen. Wir haben alles durchgespielt, soweit ich weiß. Also vielleicht habe ich ja noch was vergessen. Wenn ja, sagt's mir. Dann verabschiede ich mich hier aus diesem Let's Play. Danke an alle, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!